Ich bin's wieder und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Heute ist es soweit. Heute kommen wir zur Auflösung meiner 500 Abonnentenverlosung und ich habe ein paar ganz tolle Gewinne für euch eingekauft und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das genau mache. Ich glaube, ich los erst die Gewinner aus und dann zeige ich das jeweilige Paket dazu. Und damit ihr das sehen könnt, ich habe hier die ganzen Namen in so ein kleines Behälterchen gepackt. Ich schaue auch nicht rein, wenn ich ziehe. Und dann würden wir was sagen, wir fangen dann direkt mal mit der ersten Gewinnerin an. Und ich wollte mich schon mal herzlich bedanken für die Anteilnahme und Teilnahme an diesem Gewinnspiel. Denn es haben echt einige mitgemacht und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und nichtsdestotrotz fangen wir jetzt auch schon mit der ersten Gewinnerin an. Ich bin da immer selbst ein bisschen nervös. So sollte ein Zettel sein. Und zwar hat gewonnen Crazy Angels. Hier blende ich nochmal deinen Namen ein. Und dein Paket wird folgendes sein. Und zwar ähneln sich die ganzen Pakete eigentlich letztendlich total. Es sind nur ein bisschen kleine Farbunterschiede. Und zwar erstmal bekommst du eine Schlafmaske mit Kühlpad in so einem Silbergrau. Dann bekommst du noch von Tetisept ein Cleopatra Geheimnisbad. Von Balea eine Pflegecreme mit Kirschduft, eine P2 Ultra Rich Handcreme, eine Lippenpflege von Balea mit Seidenglanz, Perlglanz, einen wunderschönen dunkelroten Nagellack von Essence in der Farbe 113 Do You Speak Love und einen mega coolen Essence 3D Eyeshadow in der Farbe 03 Irresistible Choco Cupcake und ich finde diese 3D-Make-ups, ich kann es sogar aufmachen. 3D-Make-ups, 3D-Eyeshadows, ziemlich cool. Und ja, herzlichen Glückwunsch, Crazy Angel. Wir fahren dann gleich mal fort mit Gewinnerin Nummer 2. Ich habe einen Zettel. Und zwar hat gewonnen Jackie Bonbon Vanilla. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Und dein Gewinn wird sein eine Schlafmaske in der Farbe Rosa, ein Tetisept Badezusatz und zwar ist das Zeit für dich, eine Balea Pflegecreme mit verführerischen Rosen- und Lavendelduft, auch eine P2 Ultra Rich Hand Cream, auch einen Balea Lippenpflegestift Perlglanz, einen Nagellack von Essence, so ein cooles Violett in der Farbe 175 Be Berry Now, ist wunderschön für den Herbst. Und dann auch noch einen 3D Eyeshadow, so sieht er aus, in der Farbe 01 Irresistible Foxtrot. Richtig cool. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an dich, Jackie Bonbon Vanilla. Und schon kommen wir auch zur letzten und zur dritten Gewinnerin. Und zwar heißt die dritte Gewinnerin Cosme Liv. Ich blende das wieder hier ein. Ich weiß nicht, ob ich eure Accountnamen richtig ausspreche. Und dein Gewinn sieht wie folgt aus. Und zwar auch eine rosane Schlafmaske. Der Tetisept Badezusatz Wintermärchen, das ist eine Limited Winter Edition. Dann auch der Balea Pflegecreme mit verführerischen Rosen-Lavendelduft. Einer P2 Ultra Rich Handcreme. Einer Balea Lippenpflege im Perlglanz mit Seidenglanz, wie bei den anderen auch schon. Dann einen coolen Nagellack in der Farbe 111 English Rose von Essence wieder. Und zu guter Letzt wieder ein 3D Eyeshadow, so sieht er aus, in der Farbe 08 Irresistible Vanilla Latte. Genau, und das waren meine Gewinnerinnen in meiner 500 Abonnentenverlosung. Nochmal riesen herzlichen Glückwunsch an alle drei Gewinnerinnen. Ich melde mich bei euch, schaut mal in eurem Posteingang, da sollte eine Nachricht auf euch warten und erklären mir dann die folgenden Schritte eben ab. Ich hoffe, das Video und die Verlosung und die Produkte der Verlosung haben euch gefallen und
die Leute, die diesmal nichts gewonnen haben, lasst den Kopf nicht hängen. Es wird noch viel, viel mehr Verlosungen geben, bei denen ihr teilnehmen könnt und euer Glück nochmal probieren könnt. Also wirklich nicht den Kopf hängen lassen. Irgendwann gewinnt jeder mal. Wirklich. Das habe ich auch so aus Erfahrung gelernt, dass man zwar Ewigkeiten nichts gewinnt und irgendwann hat man dann doch mal Glück. Ja, und mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen in diesem Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!